So Leute, willkommen zurück zu Westlands. Und zwar, wir spielen das DLC weiter. Und ich würde sagen, haben wir jetzt alle hier? Ja, jetzt muss ich mal gucken, hier war ich noch nicht, ne? Nee. Also, dann quatschen wir mal mit dem Dirk. Okay. Ah, cool. Na mal los. Mhm. Er mag meine Katze nicht. Sorry, I'm allergic. Anyway, welcome to the Steeltown Human Resources Evaluation Center. Enter the body scanner behind me to begin your assessment for employment and... Okay. You don't look like the usual candidates. What's going on? Why do you have so many weapons? Jo, das machen wir. Oh yeah, I've heard of you. But I'm afraid knowing Patriarch Buchanan isn't enough to get you special privileges around here these days. To enter the factory, you have to pass the evaluation test. And to do that, you have to be examined by the machines. And lately, they've been failing applicants 9.9 times out of 10. The door hasn't opened in a week. Good luck. Okay. Carla schickt mir in eine Fabrik zu sprechen. I don't make the rules, sorry. I don't even enforce them. I just watch helplessly from the sidelines. Mal ganz kurz was anderes gucken. Läuft das hier? Ja, das passt. So. Gibt es jemanden, den wir anrufen können oder den du kenntest? Ha. I put in a requisition for more toilet paper 2 weeks ago and I haven't heard from them since. Also nein. It's like I don't exist. Wir möchten Fragen zu dem Testverfahren mal stellen. Sure. Ask away. I've got nothing else to do. And I'm not even being sarcastic. Mhm. Welchen Zweck erfüllen diese Tests? Hm? To be the living definition of the term Kafkaesque? To drain the hopes and dreams of 100+ people a day? To drive me to drink? Okay. Sorry, I have a bio problem. Okay. The stated purpose of the test is to evaluate the fitness, work experience, and mental stability of people seeking employment in the factory. People who pass are sent for job placement inside, but that almost never happens. Mhm. So, wenn jemand die Tests besteht, warum führt, wenn niemand diese Tests hier besteht, warum führt er sie weiterhin nicht durch? Hm? Inertia? Once upon a time, I had a staff here. And we gave all these tests manually. Sent a lot of people through that door to a good job and a better life. Then Markham built her computation engine and decided that it would make all the hiring decisions. So she had these evaluation machines installed and told me that my new job was to be the friendly face that prepped people for the test. Apparently, the computation engine said that was the position I'm best suited for. So now the machines do all the work, and I drink. Okay. Wer bist du? Horace Breland. Oh, Breland. You wouldn't guess it now, but I was an actual doctor once. Now, I don't even do the eye test. Breland. Okay, Mr. Breland. Only good thing is, I can do this job stone drunk. So I am stone drunk as often as I can. Okay. Like now, for instance. Hm. Good to know, Doc. Good to know. Good to know. Also, bist du zufrieden mit deinem Job? Ha! Hm, dumme Frage. What I tell myself every morning when I get up is, it's better to be paid for getting drunk than to not be paid for getting drunk. Finde ich ganz cool. Hat er eigentlich recht. Erzähl uns mehr über die Rechenmaschine. I've never seen it. Could be a big brain in a box for all I know. Okay. But if that's the case, then it's got brain damage. Because the people who go through that door are always the ones I wouldn't have picked in a million years. It's like a magic asshole picking machine. Oops. Sorry. I'm supposed to say it's the best thing ever. So, it's the best thing ever. Hmm. Okay, reden wir über was anderes. Ich denke, dann sollten wir die Tests machen, ja. Oh cool, der kann uns auch nachher heilen, das ist schon mal ganz cool. Haben wir hier einen Arzt.
I'm sorry. I meant the biometric assessment pod. Don't get your hopes up, though. You look too competent to pass. Mhm. Ja, sag mal ab rein, Jungs. And legs fully inside the chamber. So, auf einem Bildschirm an der Wand des Raumes erscheinen Wörter. Willkommen bei der biomedizinischen Abschätzungsdiagnostik BAD. Okay, im Bewertungszentrum für menschliche Ressourcen von Steeltown. Bitte vervollständigen Sie die folgenden drei Multiplikationsaussagen zur medizinischen Vorgeschichte nach Ihrem besten Wissen, während der Scan läuft. Ich bin überaus allergisch gegen Menschenhaut. Wir machen mal Pollen. Ungefähr vollständigen Aussagen. Es gibt zwei weitere Aussagen. Meine Familie hat eine Vorgeschichte mit Diabetes, Herzen. Machen wir mal das. Danke für die vollständige Aussage. Es gibt noch eine weitere Aussage. Ich bin kein Roboter. Danke für das Beenden der letzten Aussage. Das Endergebnis beträgt 100%. Ich gratuliere, Ihre körperliche Bewertung ist abgeschlossen. So. Aber hier sehen meine Augen was plündern. Also, es gibt mir im Arsch vorbei, was du denkst. Ich darf das. Die mechanische Iris des Augenscanners starren dich ohne zu blinzeln an. Sie kommen näher und näher an dein Gesicht heran, lassen rote, blaue und grüne Lichter in deinen Augen flackern. Wie viele Lichter sind das? Alle oben genannten. Halt, schau nochmal nach. Vor einem Augenblick weitere drei Licht. Ach so. Definitiv drei. Richtig, okay. Frühstatus verstanden. The Oculus scan is complete. Follow me to the skill test. Was ist das? Okay. Und hier? Ein Fertigkeitsterminal. Willkommen beim taktischen Ressourcenadjustierungsprozessur der TRAP im Bewerbungszentrum für menschliche Ressourcen von Steeltown. Vervollständigen Sie die folgenden Multiple-Choice-Aussagen nach Ihrem besten Gewissen. Wählen Sie die ersten drei Aussagen aus, um zu beginnen. Erste Aussage auswählen: Nerdkram. Oh, wir machen das mal. Und das beendet das Test ist einfach und das Dateisystem ist völlig ungeschützt. Neben der Testsoftware befindet sich das Protokoll mit Zeitstempel. Kurz bevor du den Test gestartet hast, hat jemand eine ferngesteuerte Änderung vorgenommen. Jede eingegebene Antwort wird als richtig gewertet. Wahrnehmung achte. Wer auch immer die Tests, auch immer diese Tests manipuliert hat, hat versucht, es zu verbergen. Es scheint fast so, als wolle er, dass du es weißt. Ohne Vorwarnung startet die Maschine die Testsequenzen neu. Willkommen bei der taktischen Ressourcenadjustierungsprozedur TRAP im Bewerbungszentrum für menschliche Ressourcen von Steeltown. Vervollständigen Sie die folgende Multiple-Choice-Aussagen nach Ihrem Besten. Achso, das haben wir schon mal. Erste Aussage auswählen. Vielen Dank für die Aussage, für die ersten Aussagen. Die ersten Aussagen Standards. Ich bin bereit, jeden Tag zu Hause. Zweite Aussage, Eignung. Wenn ich mit einem eckigen Flock und einem runden Loch konfrontiert würde, würde ich eine Drehmaschine benutzen, um das Flock rund zu machen. Okay, eine Stichsäge benutzen, um das Loch eckig zu machen. Mir einen größeren Hammer besorgen, davon nichts tun. Jo. Würde ich auch sagen. So, danke für das Beenden der Aussagen. Es gibt noch eine letzte Aussage. Dritte Aussage, Einstellungen, Empfindungsfähigkeit, Maschinen sind ein Mythos, Bedrohung, die Zukunft der Rechenmaschinen, eine permanente Quelle der Überwachung. Jo. Danke für das Beenden der letzten Aussagen. Das Endergebnis beträgt 0%, 50%, 86%, 100%. Glückwunsch, Sie haben die taktischen Ressourcenadjustierungsprozedur des Bewerbungszentrums für menschliche Ressourcen von Steeltown bestanden. Sie haben alle Voraussetzungen für eine Bewerbung erfüllt. Bitte sprechen Sie mit dem Doc Burley über Ihre Ergebnisse. Okay, that's over with. Let me take a look at the results.
you passed. I can't believe it. You're the first in day. We finally got a pass. Open the main gate. Go back outside to the main gate and they'll let you in. And tell Benny Bianchi I'm still waiting for my toilet paper. First warning, unauthorized requisition of supplies. Okay. Nö. Oh. Die haben hier irgendwie was dagegen? Gibt Stress. So, dann wollen wir mal. Oh, wir haben direkt schon. So, wie hätten wir denn da ihn hier? Und dann gibt's ihn mal direkt. Batz. Du kommst mal hier hin. Ja, komm noch mal. Ah, Damage! Schwerer. Warte ich mal noch. Feuer. Ja, komm mal hier hin. So, dann kriegst du den da weg. Außer Reichweite. Na, diese Waffe, ne? Da müssen wir uns was einfallen lassen. Das geht so nicht weiter. Ich muss mir da echt was einfallen lassen. Okay, ich mache hier mal Hinterhalt dann. Ich muss bei dir auch, glaube ich, auch das Waffending komplett ändern. Oh Mist. Komm mal hier hin. Ich mache bei dir Hinterhalt. Lucy. Wenn du hier hingehst. Ah, komm. Ja, nice. Perfekt. So, dann würde ich sagen, ich schick dich in den Hinterhalt. So, mein Fahrzeug nach vorne erstmal. Bei dir gehe ich mal in die Verteidigung. Verteidigung. Ja, und bei dir mache ich den Hinterhalt. What? Sehr gut. Dass der halt vorne wirklich dann das abhängt. What? Genial. Gute Verbündete. Ja, jetzt kommen meine tierischen Verbündeten noch dazu. Cat. Boah, alles. Ich finde die Cuts einfach so hardcore. Und? Boah. Okay, was haben wir? Aufgepasst, Ranger. Gewisse Waffen aus Siedlung, wie zum Beispiel die der Schleuder, verwenden stapelbare Statuseffekte an. Je mehr Stapel angewendet werden, umso stärker wird der Effekt.
bis er Level 10 erreicht. Mit der Zeit sinkt die Anzahl der Stabe immer ab. Okay, ich habe jetzt keinen Plan, was die da mit meinen Statuseffekte. Okay, müssen wir uns mal später mit ein bisschen befassen. So, Scharfschütze. Ich würde sagen, hier drauf. Du bist mein Anführer, korrekt. Du kannst... Warte mal, du bist doch der mit diesen zwei APs, oder? Nee, Moment, der Anführer bist du. Wieder 2 AP Bonus für Verbünde um dich herum. Also wir könnten hier drauf gehen. Okay, warten wir mal ab. So, du. Die Reichweite, ja, die finde ich eigentlich ganz gut. Okay, gib mir nochmal ein. Jetzt kommen wir zu dir. Und du gibst jetzt. Ah, das kostet dich 4 AP. Shit. Ja, gut, okay, dann geh jetzt in Verteidigung. Und du. Würde jetzt nichts bringen, ne? Nee. Dann machen wir Verteidigung. Schwere Infanterie. Dann würde ich sagen, eher hier. Boah, da leiden die alle aber ganz schön böse drunter. Aber die werden. Aber die anderen werden richtig im Arsch. Da komme ich nicht an. Ja, mein Klon hat gerade böse gelitten. Verteidigung. So, Firestorm. Mit dir gehe ich mal jetzt hier hin. Wir haben jetzt da hinten nur noch diesen einen Gegner. Das heißt, wenn der kommt, kriege ich den jetzt in den Hinterhalt. So, du kommst hier hin. Und dann machen wir auch hier Hinterhalt. Ja, ich würde sagen, Verteidigung. So, wer waren diese Leute? They call themselves the Ghost Gang. I call them losers. They steal everything that isn't nailed down. Okay. Wir haben noch ein paar Fragen. Okay. Yeah, I guess you didn't have much choice fighting the Ghost Gang Rangers. But it's a shame. They ain't so bad. At least not to us in the camp. Hmm. Okay. I'm Luis, by the way. Did I hear Benny Bianchi ask you to come see her in Steeltown earlier? Because if you're gonna pay her a visit, us folks
here in the camp, sure would like to know what's going on in there. Most of us have family working there. And what with it being locked down and all, we don't know if they're alive or dead or if we'll ever see them again. And Benny won't tell us a goddamn thing. My wife's in there, Florinda. Mhm. Okay, sie nennen sich die Geisterbande. Wer sind die? Bandits. I hear a lot of them used to work for the factory. Now they try to raid it. Don't bother us much. Guess because we ain't got much to steal. Okay. Got a hideout somewhere in the scrapyard. Nobody knows where exactly. That's why folks call them the Ghost Gang. Moment mal. Steeton ist also eine Fabrik. Was wird hier hergestellt? Damn near everything. Abigail Markham runs the place. Got money from the Patriarch a while back to make it the center of industry in Colorado. Boy, did she deliver. Refit all of the ruined factories here in Pueblo. Got all the old systems up and running. Added a few of her own. Now the place makes generators, engines, trucks, furnaces, radios, medical supplies, weapons, armor, everything. There are folks that say the founding of Steel Town was as much the making of Colorado as the Patriarch's government. Without the stuff they make here, he wouldn't have been able to do half as much. Well, he's right there. Steel Town has made Colorado a force to be reckoned with on the plains. Which is why it's weird to see it having conniptions like this. It used to be a well-oiled machine. Wer seid ihr? If you ask Bianchi, we're the future employees of Steel Town. At least that's how she and Abigail Markham like to string us along. Who we really are is a bunch of displaced fools who thought this place was going to be our salvation. Thought it would feed us, house us, give us jobs. Well, some of us got jobs. Then they stopped hiring. And the rest of us have been freezing our asses off out here ever since. Und wo wurdet ihr vertrieben? Out east, on the Colorado border. The Patriarch's peace with the gangs of the plains was supposed to make it safe territory. So we all went homestead. Now, though, seems like the gangs have forgotten the peace exists. They've been coming for settlers like wolves come for sheep. No choice but to up stakes and run. And this is where we ran to. Of course, now we're hearing that the gangs are coming here. So we may have only delayed our demise. Okay, die Banditen, die eben kommen hierher. That's what they say. Apparently. Liberty sending a big scavenging crew this way, hoping to score some heavy artillery ahead of her attack on Colorado Springs. And if things go like they have been, Steel Town's guard bots will just hide behind the gates and let us get shot to pieces. Or worse, scooped up for slaves. A raid on Steel Town? The Patriarch would not like that. Steeton verteidigt. Warte mal, Steeton verteidigt euch nicht? Used to. It seems like they got their own problems now. Pulled back all their patrols. Guard bots only worry about keeping people from going in or out, no matter what Benny Bianchi says. Es Benny wie das Hologramm, mit dem wir gesprochen, mit dem gesprochen hast. Yeah. Markham's happy talk mouthpiece, always telling us Steel Town needs us. Sure it does, but not enough to give us four walls and a roof. We're dying by inches out here. Wenn es so schlimm ist, warum bleibt ihr dann hier? Where else are we gonna go? Rumor is they're turning folks away at Colorado Springs. Besides, there's work here. At least they're supposed to be. If they ever start hiring again. Not to mention, a lot of us have family inside the factory. We're not going anywhere until we see them again. Die Fabrik stellt niemanden ein. They're asking for applicants. Bianchi's practically begging for them. But no one gets through the selection process, and I don't know how they could. Stupid tests don't make any sense at all. Place has gone crazy. Wie ist sie durchgedreht? You didn't hear me bending Bianchi's ear? The workers inside haven't been allowed out in weeks. There's been gunshots in there. We all got family in there, and nobody will tell us if they're okay, if they're even alive. Wish Markham would come out and talk to us herself, but all we get is Benny pouring syrup in our ears. Fooey.
Du hast also nichts von einem Makam gehört. Not a peep. Just Benny saluting the flag and telling us everything's peachy. Ha! Und dann sollen wir nach deiner Frau suchen, wenn es uns gelingt, sie dann zu befreien. Oh man, could you? Her name is Florinda. She works in the Warbot factory. Just let her know that I'm still alive and I miss her. Thank you so much. Ihr scheint es hier draußen nicht einfach zu haben. Können wir euch irgendwie helfen? Mighty nice of you to ask. Huh. Now that you mention it, there's one particularly crappy situation we could use some help with. Okay. See, we don't have a proper toilet here. It's dangerous. Not to mention colder than a robot's nuts. Go outside the camp. There's animals out there. So we've been going too close to home and it's kind of stinking up the place. Oh, okay. Now, we spotted an old job Johnny in the scrapyard. There's a lot of nasty beasties around. Nothing badasses like you couldn't handle, though. If you chase them off, my people can take care of dragging it back here. Gibt es für diesen Scheißjob eine Belohnung? Hey, you asked if you could help. We're not exactly rich out here. Well, we can scrape something together, I guess. Tja, wir sind Söldner, Junge. Okay, mal sehen, was sich machen lässt. Wonderful. That's just what we've been praying for. Okay, wow. Wieder viel Dialog. Und da geht wieder echt viel Zeit drauf. Ich gehe jetzt erstmal zum Doc. Wo ist denn der? Da. Und lass mich heilen. Main gate is open. You better go in. Can you pay me? Ja, geht klar. Okay. Ich will nur kurz meinen Trinker. Jo. Sehr schön. Alle wieder fit. Perfekt. Ja, das war. Ah, komm, wir gehen noch da rein. Wir gucken mal, was hier noch ist. Ja, komm, wir gehen noch rein. Ah, jetzt bin ich neugierig, was da ist. Ich bin neugierig. Oh. Guck mal, wir haben. Okay, eine junge Frau in einem Anzug steckt mit den Fingern in den Ohren da und zuckt aufgrund der Sirenen. Doch als ihr eintretet, zieht sie sie heraus und lächelt freundlich. Rangers! Benny Bianchi! Welcome to Steel Town! Good to finally meet you in the flesh! Abby and I thank you again so much for dealing with those pesky bandits. Ugh. You've made Steel Town better for everyone. Da wir schon mal hier sind, Carla Answald hat uns darum gebeten, mit dir über eine Lieferung zu sprechen. Oh, I love Carla, but I'm afraid that'll have to wait until you've talked to Abby. If you can just give me your names for your badges, I'll send you right to her. Lass mal gucken, was holen wir. Machen wir Arschkriecher. That is so considerate. Thank you. You guys are so nice. Okay, got it. Here are your badges. Now, just follow the blue line and you'll find Abby in the control room. I mean the dark blue line, not the light blue line. Actually, you could go straight. It's shorter that way. No, wait. You should probably take the blue line after all. The computation engine said that's where the line should be painted, and it's never wrong. Oh, also, if you're looking for an exciting career in the wonderful world of heavy industry, come back here after you've talked to Abby, and I'll give you a placement test. Was, schon wieder ein Test? I think that went well. What the fuck? Also, bei jedem Scheiß muss die einen Test machen. So, wir gucken mal kurz in den Inventar. Ich hab 9. Irgendwie steigt das hier nicht auf gerade. Bin ich gerade aufgestiegen? Ich weiß es nicht. Poster, das ist die Medaille, ne? Ja. Hier haben wir 3. Tauschhandel durch die Medaille, ja. Aber ich glaube, bei Tauschhandel habe ich, glaube ich, sogar das Buch.
Hier sind wir bei EP. Okay, man sieht hier unten an den Balken nichts. Das haben wir wieder nicht hingekriegt. Hier unten sind wir noch ein bisschen entfernt davon, ja. Ja, der das Aufsteigen ist echt nicht mehr so einfach wie vorher. Wir sind jetzt alle auf Level. Durchschnittlich Level. Ja. 22 würde ich sagen. Die ist 21. Die steigt bald wieder, ja. Okay, ich hielt es mal noch auf. Ich weiß nicht, für was ich es brauche. Scharfschützen, ich bin auf 9. Ich bin zufrieden. Dann würde ich sagen, Leute, mache ich hier einen Cut. Wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder und dann erkunden wir mal das Gebiet hier. Das war's von dem Part. Bis dann.